So, das ist jetzt das MCP 2515 Modul, CAN-Modul. Das brauchen wir für unser Huawei. Aber das kann man jetzt generell einmal sagen, wenn man das modifiziert, dass man da für ein ESP8266 eine Chance hat, damit abzuarbeiten. Weil scheinbar gibt es da jetzt noch kein offizielles Tutorial. Das mache ich jetzt. Und zwar, wir müssen da hinten diese eine Leiterbahn, wo man das Eck durchtrennen. Da. Die durchtrennen wir einfach. Ja, wenn ich jetzt was zum Zeigen habe, das ist ja Wahnsinn, so gute Vorbereitung. Das war nix. So. Die durchtrennen wir da bei der Schräge. Hier. Und das ist dann der VCT, den man von vorne sieht. Das da. Da muss man nicht hin. Wir müssen auf diese Seite. Dort durchtrennen wir und da kratzt man ein bisschen frei, weil da muss man Lötzchen hinbringen an diese Seite von der Leiterbahn. Da löten wir Kabel an, weil dann kommen wir dann nämlich bei diesem Kondensator raus. Zack. Der Kondensator geht darüber, auf die Seite. Und da haben wir quasi unsere Spannungsversorgung von diesem Transceiver, CAN-Transceiver IC. Genau. Und da muss man 5 Volt drauf geben. Genau. Und das Kabel löten wir da fest. Da. Und gehen wir durch das Loch da durch. Oder durch das Loch, genau. Dann haben wir quasi einen weiteren Pin zum Anschließen. Das VCC, das ursprüngliche, ist dann 3,3 Volt. Und das Kabel, was wir da durchschauen lassen, das hat dann 5 Volt. Genau. Muss zwei verschiedene Spannungen anschließen. Dann haben wir das. Und so schaut es dann aus, ein fertiges. Mein Gott, dieses Fokusteil. Jo. Also. So. Einmal haben wir 3,3 Volt und einmal 5 Volt bei dem Modul dann. Aktuell ist er nur mit 5 Volt betrieben. Aber der MCP, dieser IC da, also der da, der geht los bei 2,7 Volt. Also den kann man mit 3,3 Volt betreiben und das brauchen wir auch für den ESP8266. Genau, Ein- und Ausgang ist ja nicht 5 Volt kompatibel. Und deswegen betreiben wir den mit 3,3 und den mit 5 Volt. Weil der ist 5 Volt kompatibel und der Transceiver IC, der kommuniziert und arbeitet ja mit dem MCP. Und da ist mir das egal, was die miteinander schaffen am ESP, weil der ESP nur die 3,3 Volt mit dem da kommuniziert und arbeitet damit. Dann ist keiner. Kommt keine Mitleidenschaft. Genau. Und deswegen ist dann später dann so zum Anschlüssen. Da wird da bei dem Transceiver-Shift eine roten Markierung gemacht. Das heißt nur, dass er da letztendlich rauskommt. Also in Wirklichkeit kommt er erst einmal beim C5 raus. Schon 5, oder? Genau. Beim C5. Und nach dem C5 geht es dann auf den roten Punkt. Genau. Auf der anderen Seite von der Leiterbahn haben wir da dem Kondensator am Anschließen mit dem roten Kabel. Das geht auf 5 Volt. Ich glaube, jetzt habe ich es kompliziert genug erklärt. Ich hoffe, das war verständlich genug. Und ja, den Plan, den gibt es später noch beim Huawei-Projekt. Ist der dann mit dabei? Das ist der Bastelplan 3192. Ist klar, nach 3000 kommt 3192. So, so wie du einen Schraubzieher. Und da haben wir doch unsere Leiterbahn. Ach, da fällt schon wieder Bus bis auf den Boden weg. Hat sich durchgeschlängelt von oben weg bis zum Boden. Noch nicht ganz. Mein Gott, das ist. Nein, das geht nicht mit der Kamera, das kann ich vergessen, dann mache ich es kaputt. Ich muss jetzt einmal abseits von der Kamera machen, dann sage ich es euch. Da nehme ich jetzt den Dremel. Ja, das könnte man jetzt erschaffen.
Schauen wir mal. Okay. Das darf eigentlich nur an der Leiterbahn sein und nicht an der Massefläche daneben. Das ist der Wahnsinn, dieses Fokuszeug da. Machen wir es einmal sauber. So, jetzt habe ich das Zahnbürsten wieder nicht. Oh nein! Es liegt normal immer an derselben Stelle. Jetzt habe ich es wahrscheinlich da wieder da oben aufgeräumt. Okay, ich habe jetzt zwei Plätze für das Zahnbürstel. Scheinbar. Schauen wir mal. Das ist leider kein Alkohol. Also verdunstet das nicht. Ich habe kein Alkohol mehr, weil das ist so teuer, das Zeug. Okay, schauen wir mal. Können wir gleich mal prüfen, die Masse, weil die große Fläche ist ja Minus, ob ich da irgendwie eine Verbindung habe. Durchgangsprüfer. Das Teil, das können wir ja dann. Oh je, das ist kein Video nicht zum Herzen. So, das können wir da durchgelassen. Das biegen wir jetzt aber nicht da um, weil sonst bricht man die ganze Leiterbahn ab. Das lassen wir so. Und da klebe ich jetzt dann gleich was drauf, dass man das nicht abhauen kann. So, und da zwicke ich es ab. Dann ist das so kurz, das Kabelchen. Und dann messen wir gleich noch, ob ich da jetzt einen Schmarrn gemacht habe. Auf VC, auf GND. Die will natürlich keinen Durchgang haben. Da, passt. Und wohin muss ich einen Durchgang haben? Halten wir mal da her. Da nicht, weil von da geht es ja an den VCC, aber von der anderen Seite vom Kondensator geht es dann da her. Ja gut, da ist der Fokus wieder weg, aber es funktioniert. Passt. Also das ist jetzt ein fertig modifiziertes MCP215 Modul. Da kann man ja jetzt noch ein gutes Klebeband hernehmen. Ich nehme jetzt über das Gewebeband her. Da. Für seine Aktionen. So, da habe ich da so ein Klebeband. Und das kleben wir jetzt einfach da drüber. Dass ich das nicht bewegen kann. Und dann haben wir eine Safe-Sache, eine sichere Sache haben wir dann. Gut. So, die Bahn kann sich nicht bewegen und kann nicht abbrechen von der Leiterbahn. Und da kommen wir meine 5-Volt-Tonne. So, jetzt zeige ich es nochmal unter dem anderen Licht, vielleicht sieht man es da besser. Steht im Fokus einfach nicht. Genug Licht habe ich doch jetzt. Nein!